Ich gehe in die Geschichte ein. Eines Tages wird eine Banderole mit meinem Namen runterfallen und in allen großen Museen dieser Welt zu sehen sein. Alter, du gibst einen Kunstkurs an der Volkshochschule. Komm runter. Naja, willkommen zurück jedenfalls hier. Wir sind im Museum. Es ist wahrscheinlich nicht eins der größten Museen dieser Welt, aber es ist ein ziemlich nerviges Museum mit einigen Bugs. Und zugeben, zugeben. Zusätzlich wollte ich sagen, das Museum von Rock Bottom, wo wir hier mittlerweile festhängen. Der nächste Bus nach Fahrplan kommt halt leider erst morgen früh und wir müssen uns währenddessen hier in dem Museum vergnügen bzw. versuchen, hier wieder Recht und Ordnung herzustellen. Denn hier wurden ein paar Gemälde irgendwie gestohlen oder sowas. Und ja, man sieht ja auch, dass hier ja schon so ein bisschen die Roboter gewütet haben. Hätte Blauberspur wirklich eine Sprachausgabe gehabt, was er gerade in der Sequenz halt nicht gehabt hat, dann hätten wir vielleicht auch erfahren, was jetzt hier genau passiert ist. Aber so war das jetzt leider nicht so richtig rauszuhören. Fuck! Warum bin ich einfach wieder zurückgesprungen? Mann, ich muss mir einfach verfickt viel Zeit lassen, Mann. Ich hab doch Zeit. Mann. Ist doch nicht wahr. Die Technik, die Technik. Technik, 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 Technik. Ich weiß leider gar nicht, wie die Technik geht. Ich hab schon so lange nicht mehr Seifenblasen gesehen, Alter. Ewigkeiten her, ey. Hieß doch Seifenblasen, ne? Ja, was ist Betrug? Das ist purer Betrug. Du bist ein Kassierer. Ah, meine Güte. Dürfen wir sagen, dass Schuhe aus Texas doof sind? Ah, so viele Folgen, die ich unbedingt noch mal sehen muss, ey. Ach ja. Ich glaube, heute gönne ich mir auch wieder welche. Seit wann fängst du an zu labern? Das hast du gerade die ganze Zeit nicht gemacht und ich bin hier schon eine Weile dran. Dieses scheiß Reifenrätsel hier zu lösen. Also, was heißt Rätsel? Das halt hinzukriegen. Und ich nenne es jetzt einfach mal Reifen, was auch immer das hier ist, was hier so rumpendelt. Lampen, Reifen, Reifenlampen, keine Ahnung. Reife Lampen vielleicht? Ich weiß es nicht. Reife Frauen in deiner Umgebung suchen nach einem heißen Date. Ja. Nur 5 Kilometer, um sie zu. Egal. Geile Scheiße. Jetzt vorsichtig. Komm schon! Ja, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ganz ruhig, ganz ruhig. Muss ich zu dem Checkpoint? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich muss da oben hin. Ganz langsam und behutsam. Sind wir da? Stirb, Mädel. Alter. Ist das gruselig? Ist das gruselig? Das ist ein Kinderspiel. Mein Gott. Ah. Zum Graben der Finsternis. Das hört sich ja schon mal sehr einladend ein. Ein vor allem. Einladend an. Ja. Ja, ich hoffe, dann werden wir also die Möglichkeit bekommen, hier uns irgendwo. Oh, da ist eine Socke. Warum war ich da nicht, ne? Muss ich halt gucken, wie ich da hinkomme. Natürlich, das hätte ich euch auch selber denken können. Ich will halt gerade erstmal wissen, ob ich. Ah, dafür könnte ich wahrscheinlich auch wieder nur Sandy gebrauchen, ne? Beziehungsweise ich brauche halt Sandy dafür, so. Nee, ich bin jetzt hier und ich habe jetzt auch keinen Bock, jetzt irgendwas zu verkacken. Wir müssen hier sowieso noch mal mit Sandy hin, dann machen wir das dann mit Sandy, weil ich auch nicht glaube, dass wir das mit SpongeBob schaffen können. Ich hätte speichern sollen. Fuck it. Ich hätte speichern sollen. Ich meine, es hat bisher jetzt immer geladen heute, aber es hat teilweise verdammt lange gedauert und ich hatte einfach nur Schiss, dass sie abgekackt ist. Und ich werde jetzt auch wieder Schiss haben, dass sie abgekackt ist, weil, würde euch sowas nicht Angst machen? Das ist jetzt mindestens mal für 20 Sekunden so ein Standbild und man weiß nicht, ob es jetzt wirklich noch lädt oder ob es geladen hat und es mir noch nicht anzeigt oder ob es wirklich kaputt gegangen ist. Man weiß es nicht. Das ist gruselig. Ja, ich habe gerade meine SpongeBob-Zitate draußen, wegen dem allen großen Museen-Dingsbums. Dann können wir ja gerade noch mal ein bisschen durch die Dinger blättern und ein paar Random-Zitate raushauen hier.
Mir reicht's jetzt mit deinen fiesen Verbrechen, dreckiger Dan. Ich krieg dich mitsamt deinem Partner Spitzkopf Larry, oder ich will nicht Sheriff Sandy heißen. Und bitte lad doch einfach. Ich muss doch mit Sheriff Sandy hier noch weitermachen. Na gut, die mittelharte, weiche, etwas schwierige, vertrackte Tour hatten wir schon mal. Das hatten wir auch schon mal. Spring zum Sieg für die krosse Krabbe! Für die krosse Krabbe! Spring zum Sieg, weil ich's dir befohlen hab. Weil du's mir befohlen hast! Och, lad doch bitte. Ist mir das echt abgekackt. Weil ich jetzt gerade gesagt habe, es hat bisher heute immer geladen, oder was? Krabbe. Hallo, französisches vornehmendes Restaurant, andersrum. Ich habe hier eine sehr unartige CD, die nicht laden will. Was? Können Sie das wiederholen? Nicht so schnell, das klingt, als ob Sie die ganze andere Sprache sprechen! Ein Füller, ein äußerst traditionsreiches Schreibutensil. Tja, ja. Ich bin froh, wenn ein bisschen von Meister-Tentakels-Talent auf mich abfärbt. Ich bin farbig, wenn ein bisschen von Meister-Talents-Tentakeln auf mich abfroht. Mein Ruhm, mein Reichtum, meine Haare, lad doch bitte. Ach, kommen Sie einfach morgen wieder und dann zeige ich Ihnen etwas, das Sie richtig aus den Socken haut. Mal ganz unter uns, ich trage keine Socken. Ah ja, dann keine Socken, ja, finde ich prima. Bis morgen dann. Ach, scheiße. Bis morgen dann, Leute, das hat ja wohl keinen Sinn mehr hier. War doch klar, dass du sowas sagen würdest, dass du sowas sagen würdest. Dumme Leute haben meistens gar überhaupt keine Ahnung davon, wie dumm sie eigentlich sind. Das sind ja ein paar Dödel. Ja, aber es sind meine Dödel. Ich bin hergekommen, um die Wahrheit aufzudecken. Man sagt, dass Wahrheit und Ehrlichkeit belohnt werden, mit Vertrauen und Vergebung. Ich bin hier, um meine Karten auf den Tisch zu legen, den Baum des Lebens von den Zweigen des Betrugs zu befreien und den verfilzten, ungepflegten Vollbart vom Gesicht der Wahrheit zu rasieren. Ich komm endlich zur Sache! Ich habe Klamu mit der Eichel, mit der Erdnuss beworfen. Ich weiß jetzt, was ich getan habe. War falsch. Na gut, das ist alles nicht mehr auf meiner Zitatenkarte, weil da nicht so viel drauf gepasst hat. Sie können sich auf mich verlassen. Alles Gute, viel Glück, gute Besserung. Wir denken an Sie. Wer positiv denkt und lacht, bleibt jung. Es gibt eine Menge guter Gründe, niemals Geld loszulassen, Minjung. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Pack mich am Äquator und dann zieh! Vielleicht muntert dich eine Geschichte auf. Sie heißt der hässliche Blaubarsch. Es war einmal ein hässlicher Blaubarsch. Der war so hässlich, dass er nicht das Spiel laden wollte. Und alle Leute gestorben sind. Ende. Weißt du was? Geh einfach nach Hause und mach bei den unter einem Stein rumliegen Spielen mit. Aber wenigstens poliere ich mir nicht die Fingernägel. Du hast doch noch nicht mal Fingernägel. Ich kann nicht glauben, was ich gerade gehört hab. Wie sollst du auch? Du hast ja nicht mal Ohren. Ach ja, schon wieder schlägt die schlimmste Stunde des Tages. Die Sperrstunde. Du bist doch mein allerbester Freund. Du, meiner auch. Weißt du, als ich sie gekauft habe, war sie weiß. Aber sorgen Sie dafür, dass es den Quallen gut geht. Das sind sehr empfindliche Tierchen. Ich sorg schon dafür, dass es euch gut geht. In meiner Brieftasche. Sind Sie momentan oder waren Sie je ein Schwamm? Nein. Und auch kein, nein, auch kein Seestern. Ich bin ein durchschnittlicher, normaler und friedliebender... Ich wusste gar nicht, dass Bontrop über ein solch farbiges Vokabular verfügt. Es ist doch völlig unfassbar, dass man einen Tag feiert, an dem ein kostümierter Fettsack in Häuser einbricht und Geschenke hinterlässt. Ich hab die Teile, ich hab die Luft. Wir sind gleich durch und das wird niemals mehr laden. Algengrütze, was hast du eigentlich gegessen? Ach, ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Nein, ich meine heute Morgen. Noch ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Und was noch? Ein bisschen von einem Eisbecher. Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Meerrettich ist auch kein Instrument. Wunderbar, niemand hat Ahnung von Musik. Da sind wir wieder bei dem entsprechenden Zitat. Und seither in jener... Was haben wir heute? Dienstag. In jeder Dienstagnacht kommt sein Geist hier in die krosse Krabbe zurück...
um schreckliche Rache zu nehmen. Aber heute Nacht ist Dienstagnacht. Zu Ihrer Kenntnisnahme, es gibt doch kein Gesetz dafür, dass Sie nicht laden wollen. Hey, Sie haben ja recht, ich verschwinde hier. S-O-F-O-R-T. Ums liebe Geld dreht sich die ganze Welt, mein Junge. Nur wegen Geld ist deine Hose viereckig. Nur wegen Geld riecht Thaddäus immer nach Seife. Nur wegen Geld ist die Bude hier frisch renoviert. Oh, nichts in allen Weltmeeren ist so wichtig. Nichts, verstanden? Nichts. Noch nicht einmal dieses zum Anbeißen leckere Ding. Oh, ich weiß genau, was Sie meinen. Ein Krabbenburger mit Käse. Der Klassiker. Bambus? Für meine Netzrahmen verwende ich einen Fiberglas Alumix. 24 Stunden am Tag geöffnet haben. Was für eine dämliche Idee. Wer will schon Krabbenburger um 3 Uhr morgens? So Kinder, 3 Uhr morgens. Welcher Hahn tropft denn, gnädige Frau? Tragen Sie auch Ihre eigene Post aus oder haben Sie einen eigenen Postboten? Aber wer bringt dem dann die Post? Ist das sowas wie eine endlose Kette von Postboten, die anderen Postboten die Post bringt? Aber was, wenn einer von denen jetzt ein Postfach hat, dann müssen sie nicht einen Aufsatz schreiben. Woher weiß der denn, dass ich einen Aufsatz schreiben muss? Das Ding ist so gut wie ein Blankoscheck, ausgestellt von der himmlischen Sparkasse des Weihnachtsmanns. Neptun sei mit ihr. Wie lange kann sie das durchhalten? Ich hab keine Ahnung. Sandy ist ein Mädchen. Und dann haben wir die Fenster runtergekurbelt und sind in der klirrenden Kälte nach Hause gefahren. Seife? Aber wir haben immer mit Seife gewaschen. Wollt ihr frühlingsfrisch oder Fleckwerk extra? Ich will, dass das Spiel lehnt. Was für ein kaltes, herzloses Wesen würde mit Gewalt ein solch liebevolles Verhältnis auseinanderreißen und die CD einfach mal dazu befördern, nicht zu laden. Ich würde es tun. Okay, Schwammkopf, jetzt lässt du dich aber auch mal stechen. Ich meine, bist du bereit für den allerletzten Test? Mit Hilfe meiner mystischen, übernatürlichen Fähigkeiten werde ich entscheiden, wer den letzten Wunsch erhält. Ene, mene, mager Moos, fang an Seemann auf dem Floß. Wenn er rumschreit, lass ihn los. Meine Mutter sagt immer, wähl den allerbesten aus und du bist raus. Angsthasen, wir haben verschiedene Kostüme. Ich gehe als Hühnchen. Bak, 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 bak. Ich werde euch schnappen und ins Gefängnis werfen, auf Kosten der Steuerzahler. Ich krieg euch zwei, ihr seid das Böse in Person, so wie die Nachmittagsgerichtsshows. Ich bin froh, dass du deine Lektion gelernt hast. Heldenverehrung ist einfach Schwachsinn. Bei Fußgisela. Nur ein zweidimensionales Wesen, allein in unserer dreidimensionalen Unterwasserwelt, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Ist das nicht toll, Thaddäus? Nur wir beide über Stunden und Stunden vereint, bis sich die Sonne mit ödem Glanz am Horizont erhebt und wir arbeiten und arbeiten und schwitzen und sind fett verschmiert. Ach, ist das romantisch! Wo waren Sie heute zwischen 12 und mittags? Spielen Sie keine Spielchen mit mir, Mister. Wow, Junge, Gläser. Und die Getränke sind sogar drin. Ah, Junge, du hast wohl die ganze Nacht geschuftet, um das für uns hinzubekommen. Bei der höchsten Autorität der Verderbtheit befehle ich, der böse Mantarochen, euch, mich unverzüglich aus diesem Tiefkühlgefängnis freizulassen. Viereckiger, der Rosane kümmert sich um die Navigation, also ist es an dir, unser erstes Opfer zu finden. Hier, nimm dieses Fernrohr. Beeil dich ein bisschen, wir vergeuden Mondlicht, ich kann überhaupt keine Stimme, die dem fliegenden Holländer ähnelt. Ach, Dumbo, du müsstest mal mitkriegen, wie dumm du dich gerade anhörst mit deinem Gerede von irgendwelchen Plänen. Mülleimer Graffiti, das ist die Stimme des Volkes. Lang leben Blasen, nieder mit der Luft. Auch Fadenwürmer sind Mitbürger. Immer diese Fadenwürmer. Ach, wie oft habe ich von diesem Tag geträumt. Mr. Tentakel, Professor für bildende Kunst, das ist ein wahres Geschenk für ganz Bikini Bottom. Bringt sie mir die... Ja gut, das hatte ich jetzt schon öfter gesagt. Wir nehmen einfach Bikini Bottom und schieben es woanders hin. Diese Idee ist vielleicht verrückt genug,
uns alle umzubringen! Ich bin hässlich und ich bin stolz. Luftatmer, Wassertrinker, Baumkletterer, Golfstromer, Drachenflieger, Kameradenschwein. Na, das wirst du nicht schaffen. Die Tür ist nämlich sprechsprachgesichert und öffnet sich nur, wenn ich sage, öffne dich. Und wenn schon, ich wurde oft zum kreativsten Schüler der Schule gewählt. Vielleicht war es auch zum ungeschicktesten. Wer es wagt, an Bord des Schiffes des Fliegenden Holländers zu kommen, ob ungebeten oder sonst wie, wird hinfort Mitglied seiner gespenstischen Mannschaft. Für immer. Und, ewig. Ein dreifaches Hoch auf unser aufrichtiges Selbstmitleid und darauf, dass das Spiel nicht lädt. Hip, hip, hurra, bla. Ich glaube, ich bin soweit. Oh, nee. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber jeder, der in dieser Welt freiwillig Sachen verschenkt, ist ein Freund von mir. Ihm soll Ruhm zuteil werden. Reichtum. Alles, was sein Herz begehrt. ESG ist schon vor mir. Ihr Name in den prestigeträchtigsten Museen der Welt. Mein Lieber, ich mache Sie unsterblich. Und jetzt schaffen Sie das Ding in mein Auto. Okay, ich glaube, jetzt bin ich tatsächlich durch, ja. Wir haben immerhin 10 Minuten damit totgeschlagen. Wer jetzt noch dran geblieben ist, der wird sich nur an Zitaten erfreut haben und vielleicht ein bisschen mitgeraten haben, wo denn diese ganzen Zitate her sind, aus welchen Folgen. Ich werde jetzt, also, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Ganz ehrlich, ich habe einfach nicht wirklich das Gefühl, dass sich das lohnt, das jetzt irgendwie in irgendeiner Form weiterzumachen. Muss ich ehrlich sagen, ich würde so gerne dieses Spiel weiterspielen, ne? Aber wenn es jedes Mal abschmiert, ja, was soll das denn? Ich habe auch keinen Bock, 5-mal während einer Aufnahme das Spiel jetzt neu zu starten. Das ist jetzt schon, also es kann jetzt irgendwie doch nicht an der CD liegen oder sind jetzt einfach mal beide im Arsch. Und es ist jetzt ein so heftiges Spiel tatsächlich, dass die PlayStation das jetzt irgendwie nicht packt. Weil, wie gesagt, die packt jedes andere Spiel. Warum ist es jetzt bei dem anders? Ich verstehe es wirklich nicht. Solltet ihr irgendeine Idee haben? Ich habe echt keine Ahnung. Ich muss wahrscheinlich mal die PlayStation hier so aussaugen und so weiter, aber ohne Witz. Es klappt sonst alles. Deswegen ist es voll merkwürdig, warum das Spiel nicht funktioniert. Naja, wir sehen uns dann auf jeden Fall vielleicht wieder, wenn ich nochmal Motivation habe hier. Ich weiß halt auch gar nicht, wo ich jetzt gespeichert habe. Also wo jetzt der Speicherpunkt war, weil, ne? Oder was halt der genau jetzt automatisch gespeichert hat. Ich muss auf jeden Fall nochmal hier hoch, da bin ich mir sicher. Und das war ja ein bisschen kacke. Naja, auf jeden Fall so ein bisschen vergeudete Zeit ja irgendwie schon. Und wir sehen uns dann halt einfach mal wieder. Vielleicht, ich habe gerade auf jeden Fall keine Motivation. Wuhu, bis zum nächsten Mal.